So. Leute. Ich muss ja erstmal kurz raus. Guten Tag, guten Abend. Hallo. Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Remnant 2. Ihr Lieben da draußen. So, Stream läuft. Ne, das Spiel ist mal wieder abgestürzt. Es kommt in letzter Zeit sehr, sehr häufig vor, dass das Spiel einfach abstürzt, Freunde. Dann begrüße ich erstmal alle. Hi Midnight Blue. Hi Captain Pixel TV. Klingt, als hättest du auch einen YouTube-Kanal. Dino Dog ist am Start, der Folger Elora Zodiac Zeus. Genau, von Zodiac Zeus kam vor ein geiler Tipp. Den werden wir gleich nachgehen. GBG Motu, hi. Und Anaris und 404. René G. auch am Start. Sehr gut, Leute. Ich muss erstmal irgendwie in den Story-Modus. Ich bin ja gerade noch im Abenteuer-Modus. Da, wo ich gestern das Strahlengewehr geholt habe. Dazu kam ja heute das Video. Jetzt muss ich gucken. Checkpoint ist unten. Dann müssen wir mal kurz einen Fahrstuhl holen. Tim, grüße dich. Hi. So, mal gucken, ob wir den heute geknackt kriegen, den Burschen. Ich habe eigentlich heute keine Lust, mich so doll aufzuregen. Das ist kein YouTube-Kanal, Captain Pixel. Klingt so. Captain Pixel TV. Klingt so. Und danke. Danke für das tolle Feedback. So, gehen wir mal hier ran an den... an den heißen Stein. Ja, danke, GBG. Erstmal gucken, ob wir's hinbekommen. So, erstmal zu Station 13. Also, Freunde. Ich habe circa... ich weiß es nicht, vielleicht circa 20 Stunden wie ein Dummer gefarmt. Also, das war so nebenbei. Ich habe eigentlich im Abenteuermodus das abgestürzte Raumschiff gesucht. Und ich hatte immer Pech. Deswegen habe ich auch einige Eigenschaftspunkte sammeln können, weil ich gefühlt 20 Mal einen neuen Abenteuermodus probieren musste, bis es dann endlich mal geklappt hat, dass ich das abgestürzte Raumschiff gefunden habe. Deswegen habe ich auch ein bisschen Puffer, was es... ein bisschen Puffer, was jetzt Geld angeht. Das können wir gleich mal ein bisschen ausgeben. Ich will auch das erste Mal, bei dem habe ich mir jetzt schon was gekauft. Hier irgend so einen komischen Mod. Passt auf, wir gehen gleich mal aufs Strahlengewehr. Ne, wartet. So, da ist es. Ihr habt ja das Video gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt auf meinem Kanal. Es befindet sich außerhalb des Let's Plays. Ich habe einen Ring geändert nochmal in... das perfekte Ausweichen macht 3 Meter Elektroschaden, weil bei diesem Boss muss man ja immer zweimal ausweichen. Ne? Und ich denke mal, wenn wir das richtig gut bringen, dann kriegt er erstmal eine gepfeffert. Und da ich jetzt keine Brandmunition mehr habe, muss ich auch nicht mehr diesen Feuer-Plus-Ring tragen. So, okay, also wir haben das Strahlengewehr. Da müssen wir mal reinschauen. Und da habe ich den Harmonisierer eingebaut. Erhöht Modschaden um 10%. Dieses Teil habe ich mir bei dem Vogel hier gekauft. Der Rage-Modus ist Pflicht. Hi 1040, hi Litchi. Die Pest hat dieses hier. So, quatsch mich nicht voll. Ich will gucken, was es zu tauschen gibt. Okay, passt auf. Ich würde gerne mal die Dinger hier probieren. Ne? Reliktstaub habe ich natürlich auch dementsprechend viel. Rotes Reliktfragment herstellen. Geknackt. Fähigkeiten plus 4. Ich kaufe einmal mal das. Relikt. Ne, was war das jetzt? Ach ne, da gibt es die ganze Zeit plus Reliktstaub. Das verstehe ich nicht. Wieso kann ich das nicht? Da gibt es noch Reliktstaub. Auf Wiedersehen. Was hat das zu bedeuten? Wartet mal ganz kurz, Leute. Wir gehen mal hier aufs Herzl. Haben wir gerade irgendwas Rotes hergestellt. Das hier ist neu. Elementarwiderstand plus 4 will ich jetzt nicht unbedingt. Schildeffektivität plus 2. Hm. Aber haben wir nicht gerade was Rotes hergestellt? Wir haben das hier geknackt. Kritischer Schaden. Fernkampfschaden plus 3. Modlaufzeit plus 2. Okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich bei diesem Typen da machen soll. Also wie das so richtig funktioniert. Wenn das einer weiß, schreibt es ruhig gerade im Livestream in den Chat oder später in die Kommentare.
Jetzt gehen wir erstmal unsere Waffe aufwerten. Denn hier oben stehen 24.000 Altmetall. Und guckt jetzt mal hier. Inventar. Ich habe ganz schön was gesammelt. Das sieht gut aus. Wir können uns im Prinzip auch noch zwei Herzen bauen. Das werden wir auch gleich noch machen. Ja, der Abenteuermodus, der hat es mir ein bisschen angetan, weil ich dieses blöde Raumschiff nicht gefunden habe. Jedes Mal, wenn du einen neuen Abenteuermodus hast, also quasi konstruierst, also, naja, wisst schon, sind ja auch immer wieder diese Eigenschaftsbücher, also diese Bücher des Wissens da. Und dementsprechend, wir können ja mal kurz schauen, ich habe die Inspiration, ne, die war ja schon voll, was habe ich denn hier, genau, diese Fitness, erhöht die Ausweichdistanz um 30%, das habe ich komplett jetzt auf 10 gemacht, ich habe da jetzt aber keinen großen Unterschied gespürt, wenn ich eine Ausweichrolle mache, keine Ahnung, müssen wir dann mal im Kampf sehen, ob das jetzt besser ist oder nicht, so, also, dieses Gewehr versuchen wir jetzt auch, wie die Pistole auf Stufe 7 zu bekommen. So, wartet. Haben wir noch genug Lumenkristalle? Ja, das passt eigentlich alles. Verzinktes Eisen. Jetzt ist er auf... Warte mal, jetzt bist du auf 6. Jetzt ist er auf 7, ne? 7, 7. Genau. Geht da eigentlich auch die Reichweite oder nur der Schaden hoch? Ich glaube nur der... Wo du mich findest. Nur der Schaden, ne? Gut, haben wir das schon mal... Die Relikte, die du hast, werden aufgewertet, wenn du dasselbe bekommst. Okay. Hm. Naja, irgendwie ist das für mich noch ein Rätsel. Okay, Heilung haben wir. Ich will jetzt noch mal ganz kurz mit euch ins Labyrinth. Denn heute kam ein guter Tipp von Zodiac Zeus. Du warst das, oder? Ich solle doch noch mal ins Labyrinth. Mir eine bestimmte Rüstung holen. Ich habe mich da auch, gebe ich ganz ehrlich zu, über YouTube gespoilert, weil ich einfach überhaupt keinen Bock habe, das irgendwie mich da dumm und dussig zu suchen. Ich muss jetzt bloß gucken, war das hier? Wir gehen mal hier hin. Genau, die Letos-Rüstung. Und die holen wir uns jetzt. Wenn wir es hinbekommen. Genau, ich glaube, ich bin hier richtig. Ich muss hier rechts hoch. Also nehmt es mir nicht übel, dass ich mich da gespoilert habe. Aber ich würde sonst die Rüstung nicht finden und dafür gibt es ja so eine... Oh. Alter, die geht ja ab. Und dafür gibt es ja so eine YouTube-Guides von Kollegen. Wäre ja Quatsch, wenn man die nicht nutzen würde. Was ist aber heute laut? Ist das bei euch auch so laut, das Spiel? Alter, die Waffe geht ja mega ab. Das ist ja geil. Was hat die... Was hatten die für eine Reichweite? Da kommt er nicht hin. Okay. Genau, dann sollen wir hier hinter dieses Portal. Und hier ist irgendwo eins unten. Ah ja, guckt. Jetzt muss ich überlegen. Jetzt sind wir hier durch. Jetzt muss ich, glaube ich, nochmal durch dieses Portal. Autsch. Also ich muss ja sagen, Leute, diese Waffe geht ja Hölle ab. Also ich meine, das Labyrinth ist gerade nur auf Stufe 10, aber Goku Black Zamasu, grüß dich. Die Waffe macht mehr Schaden, desto länger du dieselbe Stelle triffst. Okay. Müssen wir hier durch? Ich glaube... Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Jetzt müsste... Ah ja, doch. Jetzt müsste hier eine Wand kommen, wo man hochhüpfen muss. Und dann muss man so ein bisschen hin und her. Glaube ich. Da kommst du ja im Leben selber nicht drauf, ne? Das, ich meine, klar. So eine Dinge muss man halt in solchen Spielen probieren. Uiuiuiui. So, warte. Jetzt muss ich hier, glaube ich, kriechen.
Was warten hier Griechen? Das ist halt blöd, wenn man so viele verschiedene Spiele spielt. So, jetzt sind wir hier. Wo geht's jetzt hin? Darüber vielleicht? Jo, das sieht gut aus. Danger Sieger, grüße dich. Ja, alles klar. Du zockst Ghost Recon Wildlands. Okay, na, Ghost Recon habe ich selber noch nie gezockt. Ah ja, und jetzt ist hier so ein Tor, aber das ist nicht offen. In dem Video, was ich gesehen habe, war das offen. Ich hoffe, wir können das öffnen. Ah ja, das geht. Super, Leute. Dann gehen wir mal rein. Bin gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Ach, das ist bei Station 13, dieses Fenster. Das habe ich euch am Anfang mal gezeigt, ne? Da oben hat man die SMG gefunden. Und da gab es so ein Fenster, da konnte man durchgucken und da hat man das hier gesehen. Genau, was gibt es hier? Noch was zu lesen? Das lese ich jetzt auch ausnahmsweise mal vor, es sei denn, es sind nicht wieder 20 Seiten. Unsere Situation hat sich noch weiter verschlechtert. Die Saat hat unseren Planeten systematisch übernommen, obwohl die meisten Kommunikationswege zusammengebrochen sind. Ist es offensichtlich, dass die Welt, wie wir sie kannten, zerstört wurde. Der Zweck der Wissenschaft ist es, Licht ins Dunkel zu bringen. Doch ihr Missbrauch hat uns an den Rand der Vernichtung gebracht. Es ist tatsächlich eine dunkle Zeit. Dr. Leto Apostolakis. Oh Gott. Ich blätter mal. Okay, so viel ist es nicht. Das können wir vorlesen, Leute. Frank, grüße dich. So. Wo waren wir? Genau. Alles klar, Leute. Auf geht's. Ich frage mich, ob es möglich ist, über die Saat zu herrschen. Sie agieren mit dem gedankenlosen Zusammenhalt von Insekten und der unbarmherzigen Effizienz einer Maschine. Neben ihnen sind Menschen nur zerbrechliche Klumpen Kohlenstoff. Immerhin haben wir unseren Erfindergeist, unser Einfallsreichtum. Wir müssen diese menschlichen Eigenschaften nutzen, um den Schaden an der Menschheit einzudämmen. Dazu entwickle ich einen neuen Prototypen, verbesserte Rüstung für unseren Kampf. Mein letzter Versuch war kaum mehr als ein Konzept aus gefundenen Altmetall, aber ich habe viel Zeit und Mühen aufgebracht, um die nötigen Materialien zu sammeln und der Idee gerecht zu werden. Wir haben eine faszinierende Entdeckung gemacht. Eine ringförmige Struktur, die eindeutig nicht von Menschen gefertigt wurde. Ich vermute, dass sie mit den roten Kristallen zu tun hat. Was auch immer das ist, es scheint inaktiv zu sein. Aber es sind weitere Tests nötig. Ich packe diese Struktur zusammen mit meiner Rüstung ein und schicke sie zu den Wissenschaftlern von Station 13. Es ist ziemlich schwierig, zu dieser Zeit ein Frachtschiff zu organisieren, aber ich habe die nötigen Vorkehrungen getroffen. Sie sollten Zugang zu meinen Aufzeichnungen haben und ich werde bald zu ihnen stoßen, um mit unseren Experimenten zu beginnen. Ich habe schon einige Ideen, aber ich werde Hilfe bei diesen Unternehmen benötigen. Ich habe alle meine Ressourcen für Prototyp 2.0 meiner Rüstung aufgebraucht. Es ist gut geworden, aber einige Bereiche können sicher verbessert werden. Die Mobilität der aktuellen Version lässt zu wünschen übrig. Das ist allerdings nicht gut, Leute. Wenn diese Rüstung nicht mobil ist, ist das eigentlich gar nicht mal so gut. Gräfreiter, grüß dich. Pizza und Bier gibt's bei dir. Na, das ist doch mal was Schönes. Oh, guckt mal, eine Thompson. Wieso Thompson Maschinenpistole? Ne, Thompson ist doch ein Maschinengewehr, Leute. Geil! Geil! Wo ist denn das Teil? 80 Schuss? Boah, Alter! Ich glaube, das könnte eine meiner Lieblingswaffen werden. Ich stehe sehr auf Thompson. Geil. So, was ist hier noch? Hier ist noch eine Kiste. Ah, da ist sie, die Rüstung. Die Tagesordnung. Letos Vorrat entdecken. Muss mein Glückstag sein. Geil. Gucken wir uns gleich an. Oh, die sieht brutal aus. Aber das sieht wirklich danach aus. Kann ich hier noch irgendwo hoch? Als ob man da wenig Bewegung mit hat.
Wir schauen es uns mal an, Freunde. So. Da ist er. Letos Helm Typ 2. Auch wenn es sich in diesen eisenbeschlagenen Helm etwas atmen lässt, hast du das sichere Gefühl, dass selbst die schwerste Waffe kaum eine Chance hat, deinen Schädel zu brechen. Okay, die hat halt Rüstung ordentlich. Was haben wir hier? Die hat Rüstung 9. Okay. Sieht brutal aus, Leute. Also sieht eher aus wie so ein Cthulhu-Rüstung, oder? Quentrim, grüße dich. Hi. So, dann gucken wir mal hier noch. Ein Meisterwerk der Undurchdringbarkeit. Zwar sind schnelle Manöver in diesem Metallungeheuer nahezu unmöglich, aber du bist beeindruckt von der Genialität des Designs und der Handwerkskunst. Warte mal, kann man die noch inspizieren? Naja, wir ziehen sie mal an. So, da. Oh, die Stiefel sehen brutal aus. Stark, aber modern. Praktisch und doch ästhetisch, auch wenn man darin nicht schnell davon kommt, ist es genau das, was man gegen die lauernde Bedrohung der Zerstörung braucht. Die Sorgfalt und Zuwendung, die drinsteckt, ist atemberaubend. Das sieht schon brutal aus, ne? So, die Handschuhe noch. Die Handschuhe sind robust genug, um sogar gegen die Saat zu bestehen. Sie sind hart und einschüchtern und bieten gleichzeitig das absolute Minimum an Geschicklichkeit, um die Waffe deiner Wahl fest im Griff zu haben. Man sollte damit jedoch keine Aufgaben erledigen wollen, die Fingerspitzengefühl erfordern. Gut, wir ziehen sie mal an und gucken mal, ob wir denn noch... Oh, geil, oder? Ob wir denn noch abrollen können. Ach, du Scheiße. Okay, das ist ja wie ein Frosch. Gut, Leute, das könnte ein Problem werden bei diesem Boss. Wenn wir nicht ausweichen können, dann wird das ein Problem. Aber müssen wir gucken. Hi, Plattfuß. Wenn ausweichen geht, ist ja alles gut. So, jetzt haben wir die Rüstung. Wir gucken mal. Wir haben ja noch zwei Eigenschaftspunkte. Amplitude erhöht den Wirkungsbereich. Erhöht Ausweichen. Ah, das haben wir ja. Zielbewegungstempo. Das hier verstehe ich nicht ganz. Gewährt 0% Basisschaden als Lebensraub. Heißt das, wenn ich Schaden mache, kriege ich Leben dazu? Oder wie ist das, Leute? Okay, warte mal. Nur den Helm und Handschuhe und Rüstung anziehen. Die Schuhe... Von anderen, die leichter sind. Okay, warte, das probieren wir. Das ist ein guter Tipp. Welche hatten wir die ganze Zeit an? Stiefel des Westernhelden. Mal gucken. Ja, da macht er immer noch die Rolle. Wartet mal. Weltraumarbeiter, das ist ja eine richtig leichte Rüstung. Ah! Okay, die vom Weltraumarbeiter gehen. Na, dann bin ich ja beruhigt. So, jetzt haben wir ja alles. Ja, aber die Antwort auf meine Frage, was wegen Eigenschaften, also Vampir. Gut, dann skill ich erstmal da. Cool. Ja. Das können wir ja gleich mal testen. Wir gehen nochmal hier durch und machen nochmal diesen Gegner. Ach scheiße, ich bin ja dumm. Sorry, Leute. Aber wir hupen ja einmal ins Nichts. Da kommen wir an dem Checkpoint raus. Obenaiui. Da bekomme ich echt Leben. Ach so, jetzt habe ich ja volles Leben. Okay, warte, das probieren wir. Wir lassen uns mal... Oh. Weißt du, so eine übelst fette Rüstung und dann diese dünnen Schuhe, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Aber egal, Hauptsache wir können ausweichen. So, machen wir mal kurz Schaden.
Okay, danke. Hab ich da jetzt was bekommen? Ich sehe das gerade nicht so. Und da kommt's. Okay, die Reichweite von der Waffe ist aber hoch. Habe ich jetzt Leben dazugekriegt, Leute? Ich weiß es nicht. Kommt mir gerade nicht so vor. Okay. Hallo Florian, dann gehen wir es an, Leute. Man merkt es, wenn es Fullskilled ist. Puh, ihr wisst, was jetzt losgeht, ne? Verstecktes Verwüsters. Ich gehe nochmal ganz schnell pinkeln. Ich habe vorhin schon wieder so viel Tee und Wasser getrunken. Ich hoffe, der Stream stürzt nicht wieder ab mitten im Bossfight. Das wäre suboptimal. Okay, Leute, ich bin gleich wieder da. Ich beeile mich. Ah ja, Tim, den Ring habe ich, glaube ich, sogar. Den habe ich, glaube ich. Im ersten Teil gab es ja so einen Helm, ne? Wo du langsam Gesundheit generiert hast. So, Freunde, seid ihr bereit? Ich bin irgendwie nicht bereit, aber... Was soll's? Wir probieren's. Es blutet immer noch. Wo bist denn du? Okay, das Strahlengewehr ist schön und gut, aber mit der Schrotflinte habe ich den innerhalb kürzester Zeit eigentlich schon mehr Schaden reingeballert, ne? Okay, der hat gesessen.
hier noch irgendwas, so eine Kugel? Ich glaube, der hat gerade nachgeladen, deswegen konnte er nicht wegrollen, ne? Aber bisher lief es ja gut. Ja, ich durchblick den langsam. Achso, ich wollte mir eigentlich noch 2 Herzen holen, aber egal. Machen wir später. Zu früh. Ich komme nicht weg, ich hänge in der Ecke fest. Ich sehe gerade gar nichts. Keine Ausdauer. Scheiße. Nimm dein Herz, ich drücke doch. Nimm dein Herz, ich drücke. Fuck. Die Waffe leer. Fuck! Ich kann nicht! Ich bin in Schwierigkeiten. Er war fast down, Leute. Diesen Angriff verstehe ich nicht, den er da macht. Da kriegt man ja immer Schaden. Wie er immer gleich schreit bei dem Spiel? Naja, klar. Wie würdest denn du das machen? Verstehe ich nicht. Schorsch Grinder, grüß dich. Oh.
Isegrim, grüß dich. Oh, es ist aber auch warm hier drin. Ich muss unbedingt mal hier lüften. Den gab es letztens noch nicht. Was meinst du, Midnight? Sie kommen. Mensch, schieß doch mal die scheiß Bälle kaputt, du Dreckbein! Okay, ausweichen ist nicht so geil. Drück doch mal! Nicht zu machen. Swarm. Fuck. Jetzt rennen. Los. Das ist nicht gut. Hat keine Reichweite. Wo ist denn der? Mann! Das sieht nicht gut aus. Nimm doch dein Herz! Halt drauf! Nimm dein Scheißgewehr an die Hand! Fuck off, ey! Wie er da sein Gewehr einmal loslässt. Zumindest ist es vorbei. Huh. Ah, hab ich Herzrasen. Alter Verwalter. Oh, fuck, ey, mein Herz. Hi, Flo, grüße dich. Hi von Nassau, grüße. Oh Gott. Eieiei. Bin schon wieder nur am Zittern. Was? Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr so eine Scheiße drücken. Boah. Mann, 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 Mann. Vielen Dank, Leute, für eure Unterstützung. So, was haben wir hier neu dazu bekommen? Erstmal hier Vampir. Inventar. Das hier ist neu. Segment. Ein seltsames Schimmel. Hä, das hatten wir doch schon mal. Das hier ist neu. Geweihtes Reh.
Oh. Mann, 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 Mann. Geschafft. Ja, wenn man... Das ist halt immer so mein Problem, ne? Wenn ich auf so einen Boss treffe, ich bin erstmal voller Panik und keine Ahnung. Völlig überfordert und wenn ich in Hektik gerade, macht mein Gehirn, was es will. Ne? Das ist wie... Naja, ein bisschen wie so bei... wie heißen die? Die immer fluchen, aber das eigentlich gar nicht... Das Gehirn macht dann einfach. Und dann schaltet das auch ab, dann drückt das irgendwelche Sachen, also es gibt irgendwelche Befehle an meine Hände. Wo müssen wir denn eigentlich raus? Hab keinen Platz. Oh, Leute. Von da sind wir gekommen, das heißt hier lang. Hi Dimi, grüße dich. Ist dein neues Setup eine 40er? Du meinst Grafikkarte? Ja. Thoret, genau. Was? Wisst ihr, was ich meine? Mein Gehirn sagt, drücke Q, obwohl das gar nicht vonnöten ist. Oh, ich bin aufgeregt. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal kurz eine... Oh, Kleid 2 Schatz tun? Das hatten wir bisher auch noch nicht. So, ich... 3 sogar! Was ist hier los? Da liegt auch noch irgendwas. Ich muss dann erstmal eine kurze Beruhigungskippe rauchen. So, was haben wir hier noch was zu lesen? Oh. Die Sonne, erste Schwester der 4. Der Mond... Der Krieger des Lichts. Das Leben. Der Äther und diese Essenz der 4. Der Tod. Das große Transformer der 4. Transformer machen wir unbedingt geil. Das Reh. Die schnellhufige Verkörperung des Lebens. Der Verwüster. Die bezahnte Verkörperung des Todes. Der Beginn. Sonne und Mond stehen für den Himmel. Das entfernte Firmament. Ihre Launen verraten, wenn die Flut kommt oder ob der Tag anbricht. Und fragiles Leben muss darunter hängen, eine Marionette am Faden. Und nur die Wahl macht es möglich, Leben in Freude oder Furcht. Das Beutelsyndrom, genau. Ja, die Ledus-Rüstung hat geholfen, ja wahrscheinlich auch. Das Unheil, sie nannten ihn den Verwüster, den haben wir ja gerade besiegt. Eine Bestie mit einem Fell so schwarz wie Pech und Zähnen rot wie Blut. Er verarbeitete den tapfersten Krieger zu Hackfleisch. Furcht überkam alle wie die Nacht. Der Tod durchstreifte... Wartet. Ja, Eja. Es gab jene, die die Bestie erschlagen sehen wollten, aber es konnte kein Blick auf den Verwüster geworfen werden. Und das Reh würde ihnen in den Tod folgen. Das Grün des Dschungels erblühte unter den Hufen des Rehs. Und worauf wächst das Grün, wenn nicht auf dem Fleisch verstorbenen Lebens? Was würde aus dem Reh werden, wenn der Verwüster erlegt würde? Was würde aus Jaesha werden? Denn obwohl sie im ewigen Streit leben, dient ihr Kampf dem Gleichgewicht und hält den Tod von oben davon ab, zu uns allen herabzusteigen. Die Hoffnung. Ein Segen der Hoffnung. Mögen die Schritte des Rehs weite Felder kreuzen. Möge der Wind des Lebens deine Flöte erklingen lassen. Möge die warme Sonne deine Heimreise erleuchten und das Heulen des Verwüsters dich nicht mit Furcht erfüllen. Und wenn das Reh und der Verwüster im Kreis laufen und wenn die Sonne und der Stamm des goldenen Faden des Lebens weben, während Leben und Sonne von unten ihre Unterstützung geben, wird dem Bollwerk des Rehs alles offenbart. Das war's, Leute. Ist doch ein schönes Gedicht. Nicht? Okay, Freunde. Ganz kurz. Ich gehe jetzt mal ganz kurz pinkeln. Hier wird ja nichts mehr kommen, außer Steine, die ohne Ende regnen. Ich gehe pinkeln, rauche eine Beruhigungszigarette und dann gucken wir uns ja schon die neue Welt an, ne? Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann trinken sie noch heute Bier. Ja, ja. Du rauchst. Gut, Leute, alle mal eine kurze Raucherpause. Bis gleich.
Ja, Freunde. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht gleich auf den nächsten Boss stoßen. Ich hab doch schon geguckt, was ich bekommen habe, Dino Doc. Du meinst in Station 13, was wir uns für eine Waffe daraus bauen können. Das meinst du. So. Oh, geil. Also ein Bossfight ist echt geil. Also es macht mich fertig, aber es ist geil. Sag mal, können wir eigentlich hier hoch? Nee. Sieht so aus, als ob hier noch irgendwie ein Raum wäre. So, ab in Station 13, Freunde. Seid ihr noch alle da? Oder raucht ihr noch? Gut, dann schauen wir mal. Im Palast. Hallo, ich möchte mit dir reden. Gucke nicht immer so streng. Schon. Dann lass mal sehen. So. Was haben wir hier? Das. Wo steht denn hier der Name von dem Ding? Stab des roten Rehs. Ist das ein magischer Stab? Wenn 250 Schaden verursacht wurde, dann lässt der nächste aufgeladene Angriff den Geist des roten Rehs vorwärts stürmen, wobei 160 Schaden gegen Gegner verursacht wird und 10% Gesundheit bei Verbündeten wiederhergestellt wird. Aha. Und das war hier, das steht halt leider nicht da. Steht halt irgendwie ganz oben, aber. Okay, wir sind hier fertig. So, aber ich würde erstmal das Strahlengewehr-Setup behalten. Vorerst. Und wir gehen mal in die neue Welt. In Loson. Hof des Palasts. Scheint der Palast zu sein. Scheint der Palast zu sein, Leute. Geil. Ja, das erinnert mich so krass an Elden Ring, Leute. Das sieht doch voll... Und oh, die Musik, Alter, mich ballert's hier gleich weg. Ohne Scheiß, ist das geil. Das ist voll Elden Ring, oder? Ich meine, klar, in Elden Ring war alles noch ein bisschen düsterer. So, von hier bin ich ja gekommen aus dem Labyrinth. Ah ja, Zodiac. Gut zu wissen. Also man hätte den Wolf zuerst anschießen müssen und dann das Reh heilen. Oder ohne das Reh zu töten oder zu heilen. Sonst irgendwas. Dann hättest du die Waffe gnadenlos bekommen. Also Leute, habt ihr was dazugelernt? Nicht gleich das Reh heilen, sondern tatsächlich erst den Wolf anschießen. Ist halt die Frage, ob man das im Abenteuermodus nochmal machen kann, diesen Boss. Oder ob der jetzt ein für alle Mal durch ist. So, hier ist ein Hebel. Wo führt er hin? Nach? Was war das? Echt hübsch, aber ich vertraue diesem Ort nicht. Okay, können wir alles nicht einsetzen? Da scheint wie so eine Art Maske reinzukommen. Hier ist ein Hebel. Gut. Können wir noch nichts machen. Herr der Zwiebelringe. So, die Tür ist wahrscheinlich geschlossen. Wir gucken trotzdem mal, ob sich hier eine Kiste verbirgt. Eine geheime Kiste oder so? Nö. Nö, nö. Ah ja, im Abenteuermodus kann man den Boss nochmal machen. Es gibt 4 Items bei dem Boss, die man sich holen kann. Gut zu wissen. Gut. Anjari, ist das nur ein Spiel? Ist ja kein richtiges Tier. Oder denkst du, Wölfe sehen so aus wie der Typ, den wir gerade kaputt gemacht haben?
Roter Stuhl? Das verwirrt mich. Das ist geil, oder? Das ist richtig fett hier. Auf diese Welt habe ich mich gefreut. Ich bin gespannt, was an Gegnern kommt. Eigentlich mir krabbeln hier irgendwie die Barthaare in der Nase. Oh, das sieht doch so edel aus hier mit diesem schwarzen Marmor. Geil. Voll fett. Oh. Und da kommen sie. Alter! Ach, guck mal, das ist erst Stufe 10 hier. Deswegen ging die jetzt so leicht down. Leute, ich muss die Musik einfach ein bisschen lauter machen. Das ist zu geil. Und sorry, dass ich mir jetzt hier alles genau angucke, aber ich bin so fasziniert von dem Map-Design. Davon ist ein Checkpoint. Aber das ist nur ein kleiner. Ich will jetzt nicht gleich auf den ersten Boss treffen, Leute. So, was haben wir hier? Eine Türe. Die ist zu. Okay. Und hier hinten ist irgendwas. Also laut Minimap ist dort irgendwas drinne. Ach du Scheiße. Wo kommst du denn her, Großer? Alter! Eieieiei, hat er mir einen Schrecken eingejagt. Dark Souls 3 habe ich leider noch nicht gespielt. Gucke ich immer mal Videos so zum Einpennen, weil ich diese Atmosphäre auch geil finde. Wie gesagt, Elden Ring, das ist ja alles vom selben Entwickler, ne? Elden Ring, Dark Souls und so. Irgendwo ist hier noch ein Feind. Ich habe ja immer noch eine Challenge offen, ne? Also die Zuschauer haben sich ja gewünscht, dass ich irgendwann mal im Livestream Dark Souls zocke. Aber ich drücke mich bisher erfolgreich. Ja, ist doch irgendwer und grunzt die ganze Zeit. Großartig, das wird ja mal besser. Aber wo? Wer grunzt hier? Ist das der Grunzemann? Oh, was ist das? Okay. Offensichtlich habe ich das alles noch nicht. Wie kommt man denn aber in die zweite Etage? Ah, da oben ist einer. Ah, den treffe ich jetzt hier nicht. Der ist gut hinter dem Geländer. Da geht's runter und hier geht's rein. Warte, ich gucke erst mal rein. Okay, da geht's in den großen Raum. Da hinten ist ein Ausrufezeichen. Ich gehe erst mal runter. Was haben wir hier? Achso, hier sind wir wieder. Alter, wo kommt ihr denn immer noch her, ihr Brüder? Was ist denn mit euch los? Hier ist auch noch eine Türe, ne? Ah, eine Truhe. Die Truhe sieht ja geil aus. Ich frage mich halt immer, wie lange es dauert, dass wirklich so ein Spiel komplett fertig wird. Also, das muss ja irgendjemand malen. Das muss ja jemand mit einem Computerprogramm oder so alles erstellen. Diese ganzen Details, das ist ja irre, Leute. Das ist ja voll irre. Ich bin da immer fasziniert davon, wie sich so eine Spiele entwickeln. Okay, dann bleibt uns jetzt nur noch der Weg nach hier hinten.
Der Ring mit dieser Ausweichrolle ist schon echt geil, ne? Der hat mir jetzt, glaube ich, auch beim letzten Boss immer gut geholfen. Weil der verlangsamt ja auch, ne? Der verlangsamt ja so einen Boss. So einen kleinen Biester macht er direkt instant kalt. Oh oh. Wisst ihr, was ich meine? Diese Rolle macht halt immer Schaden. Fuck. Habe ich ein Mittel gegen diese lilane Seuche, die ich da gerade habe? So, hier ist wieder so eine geile Truhe. Hier ist wieder was zu lesen. Lesen wir gleich, Leute. Gucken wir erstmal den Raum genau an. Hier ist... Ah, jetzt habe ich... Fähnes Wandbildmaske. Ich schätze mal, die brauche ich da draußen. Huh. Hättest du Bock, das als Beruf zu machen? Das ist cool. Okay, Leute, es gibt wieder was zu lesen. In der Zeit kann unser Fähnes abklingen. Das Festmahl des Waldkönigs. Eines Tages kündigte der Waldkönig ein enormes Festmahl an und lud jedes Tier des Waldes ein. Einer von euch wird meinen Segen erhalten, stand in der Einladung. Doch wer mich enttäuscht, den erwartet eine Schleife. Was den Galgen bedeutet, denn jedes Tier kannte die Willkür und Grausamkeit des Königs. Also kamen alle Tiere... Warum ist eigentlich ein König grausam? Der muss doch eigentlich gut zu seinem Gefolge sein, oder? Ist doch völlig bescheuert, ne? Also kamen alle Tiere, der Jupp-Falke zog seine feinsten Kleider an, putzte seine Federn und polierte seine Hörner. Der Hahn plusterte seine Kiemen auf und leckte seine Augen sauberer als je zuvor. Die Nara häutete sich neu und kämmte ihre Schwänze. Jedes Tier präsentierte seine beste Seite, alle außer der Trober, dessen Fell voller Höhlenschleim war und nach Pilzen stank. »Was tust du?«, fragte der Jupp-Falke. »Warum machst du dich nicht hübsch für den König?« Der Trober gähnte. »Euer Getue sieht so lästig aus. Jeder ist steif und elend.« »Du hättest wenigstens baden können«, sagte der Jupp-Falke. »Wenn der König dich bemerkt, dann wirst du sicher hängen.« Der Trober zuckte mit den Schultern. »Immerhin habe ich es bequem.« Das Festmahl wurde serviert, obwohl der König noch nicht da war. Die Tiere lobten das Essen, aber aßen wenig, aus Angst, gefräßig zu wirken. Der Trober allerdings schätzte nichts davon und stürzte sich wie ein Halbverhungerter auf sein Essen. »Du Trottel! Das Festmahl ist nur zum Schein«, zischte der Jupp-Falke. »Der König beobachtet uns sicher.« »Dann sterbe ich eben«, sagte der Trober. Krümel eines großen Stückes Apfelkuchens fielen aus seinem Mund. »Aber ich werde nicht hungrig sterben.« Danach traf der König mit seiner lauten Fanfare ein und setzte sich auf seinen Platz am Kopf des Tisches. Die Tiere erhoben und verbeugten sich, alle außer der Trober, der so voll war, dass er nicht stehen konnte. Während die anderen vor ihm standen und seine Sicht blockierten, kratzte er seinen Bauch und rülpste laut. Sehr sympathisch. Alle Anwesenden erschraken, doch die Menge war so groß, dass der König den Schuldigen nicht sehen konnte. »Wer war das?«, brüllte der König. »Sag es mir und ich lasse euch vielleicht leben.« Aber die Tiere wollten keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen und drum bewegte sich niemand. Doch der Jupp-Falke wollte nicht still bleiben und da er auch, wenn es sein Freund verriet, hob er seinen Flügel und zeigte auf den schlafenden Trober. »Er war es, Majestät! Der Trober hatte euer göttliches Festmahl entehrt.« Der Trober schnarchte wie ein Holzkäfer. Sein Fell war klebrig von den Getränke- und Apfelresten. Der König bellte seinen Namen. »Wach auf und sprich!« Der Trober wachte auf, er blickte sich um und sah alle Augen auf ihn gerichtet, besonders die des Waldkönigs. Er schluckte. »Es war ein gutes Festmahl«, sagte er. »Es hat mir sehr gefallen, auch wenn ich vielleicht nie wieder essen werde.« Es herrschte Stille in der Halle.
Alle beobachteten den König aufgeregt und besorgt, was er tun würde. Ohne Warnung warf der König seinen Kopf zurück und brüllte vor Lachen. Die anderen Tiere blieben still, gelähmt vor Angst. Der närrische Trober grinste schläfrig. Als der König aufhörte zu lachen, sagte er: Du wirst wieder essen, Trober, und noch viel mehr als das. Denn du hast mehr als alle anderen mein Festmahl genossen und daher sollst du meinen Segen erhalten. Und der König befahl, dass man jeden Tag Essen zur Höhle des Trobers brachte, um ihn für den Rest seiner Tage zu versorgen. Dann zeigte der König auf den Juppfalken. Aber du hast deinem Freund für einen Segen verraten. Du bist trügerischer und egoistischer als alle anderen. Und darum soll dein Hals seine Schleife erhalten. Und er ließ ihn festnehmen. Am Abend wurde der Juppfalke gehängt. Doch bis zur Hinrichtung hatte der König seine Tat vergessen. Der Juppfalke starb umsonst, aber der Trober war und ist immer noch glücklich. Moral? Posiere für niemanden, egal ob Segen oder Galgen. Wahre Worte, Leute. Verstellt euch nicht, bleibt wie ihr seid und die Welt steht euch offen. Und wenn es doch irgendjemand gibt da draußen, der Probleme mit euch hat, dann soll er sich fern von euch halten und euch nicht auf den Sack gehen. Ihr seid so, wie ihr seid. Ihr könnt es nicht ändern. Und das ist auch gut so. Ihr seid wichtig. Ihr seid viel wert. Genug jetzt. Ihr wisst schon, was ich meine. Ah. Ich werde Synchronsprecher mit meinem Sächsisch. Ne? Ah ja. Ich glaube, das will sich keiner geben. Und dann am besten noch Englischtexte. So, ich habe doch hier vorne jemanden rumfliegen sehen. Wo ist denn der Knusperkopf? Wo bist du denn? Ich würde ja gern mit dir spielen, aber ich sehe dich nicht, Großer. Der schreit hier rum wie ein Ocher. Heute wieder Bierchen, ja. Oh, das würde bald ruhen gefallen hier. Eine Riesenbibliothek. Aha. Eine Truhe. Gib doch endlich Ruhe. Wir haben eine Truhe. Okay, hier geht's nicht weiter. Irgendwo geistert hier doch noch. Ah! Vielen, vielen Dank für 10,40. Okay, gib es an. Du bist echt lustig. Vielen, vielen Dank für deinen Support, 1040. Sehr nice. Hä? Alter. Bin ich nicht von hier gekommen? Von wo bin ich denn gekommen, Leute? Ich dachte, ich wäre von hier gekommen. Nö. Hier ist noch eine Truhe. Ach, jetzt sind wir hier oben, alles klar. Ich bewege mich heute mal ein bisschen langsamer und bedacht, ne? Irgendwas ist ja... Nee, von hier sind wir gekommen. Irgendwas ist ja hier faul. Genau, von hier sind wir gekommen. Vielleicht als Podcast eine Geschichte einlesen. Ich kriege auch irgendwann, also wenn ich zu viel lese, geht es mir irgendwann auf den Sack. Deswegen habe ich hier auch im letzten Stream dieses lange Buch da nicht gelesen. Ich meine, die Texte hier, die sind ja sehr sympathisch. Muss ich mal sagen. Warte, ich mache erstmal die Gegner hier drinnen weg. Hier ist keiner. Aber irgendwo ist einer. Hier ist nämlich noch was zum Lesen. Die Nara und der Juppfalke. Es war in den Tagen, als sich jedes Tier auf den langen Winter vorbereitete. Der Hahn sammelte Felsen und Schlamm für seinen Damm. Es reimt sich. Der Buschelch sammelte Heu für seine Höhle. Die Nara verkroch sich in die höchsten Bäume und versteckte Nüsse in den Löchern. Klingt irgendwie pervers, aber egal. Eines Tages kletterte die Nara auf einen besonders hohen Baum. Eine Aufgabe, die ihr nicht gefiel. Denn der Aufstieg war schwer und die Zweige trügerisch.
Da traf sie ein Jupp-Falke in seinem Nest. Wo ist dein Nahrungsvorrat, Mr. Jupp-Falke? Sagte die Nara. Bereitest du dich nicht auf den Winter vor? Das musste ich nie tun, sagte der Jupp-Falke mit einem Zucken seiner Flügel. Aber die Idee fasziniert mich, denn ich sehe all die Kreaturen auf dem Waldboden herumrennen. Das müssen wir, sagte die Nara mit einem Wedeln ihres Schwanzes. Ansonsten holt uns der Winter. Wie reizend. Oh, nicht für die armen Seelen. Natürlich aber all eure harte Arbeit entzückt mich sehr. Vielleicht bist du an einer Abmachung interessiert. Ich sehe, dass dir das Klettern auf meinen Juppbäumen missfällt. Dein Körper ist eher zum Schwimmen geeignet, oder? Vielleicht könntest du mir statt Nüssen einen bestimmten Wurm bringen, der tief in den Troperhöhlen haust. Wenn du mir, sagen wir, 100 von ihnen bringst, würde ich dir mit Freuden die Nüsse aller Bäume in diesen Hain sammeln. Das kann ich! Die Nara streckte sich erfreut, denn sie hasste das Klettern auf die Juppbäume sehr. Das Schwimmen in den Teichen der Troperhöhlen gefiel ihr viel besser. Wir haben einen Handel. Eifrig schlängelte sich die Nara in die Höhlen, rutschte in die kalten Teiche, schwamm durch eine Unterwasserpassage und betrat die dunkle Kammer, wo das Licht der Leuchten der Höhlenwürmer war, die der Jupp-Falke wollte. Es gab Hunderte an den Wänden und der Fels war leicht erreichbar für die Nara. Viel leichter als die verfluchten Juppbäume. Das wird einfach, dachte sie. Es wird eine ganze Woche dauern, alle Nüsse im Hain des Juppfalken zu sammeln, aber das hier wird nur ein Tag dauern. Mit der Hilfe des Juppfalken kann ich meine Winterruhe früher beginnen. Aber die Aufgabe erwies sich als schwieriger, als die Nara gedacht hatte, denn die Würmer hingen fest an den Wänden und sie entwichen beim Schwimmen nach draußen ihren Griff. Am Abend hatte sie nur ein halbes Dutzend gesammelt. Oh, es wird Wochen dauern, sie alle zu sammeln. Ich muss noch mal mit dem Juppfalken sprechen. Aber der Juppfalke war nicht sehr verständnisvoll, wie sie hoffte. Ein ganzer Arbeitstag und das ist alles, was du erreicht hast? Du hast nicht gesagt, dass die Würmer am Felsen kleben oder dass sie sich im Wasser davonwinden. Es dauert lange, um überhaupt einen in den Sack zu bekommen. Ich hatte diese Probleme nie. Vielleicht musst du dich einmal mehr anstrengen. Die Nara zischte. Es tut mir leid, aber Juppfalke. Mr. Juppfalke. Falke. Selbst mit den Nüssen von dir kann ich die Aufgabe nicht erfüllen und bereit für den Winter zu sein. Aber wir hatten eine Vereinbarung. Der Juppfalke kratzte seine Unterfedern mit einer langen Kralle. Wie wäre es damit? Ich werde noch mehr Nüsse sammeln. Genug für den ganzen Winter, aber dafür wirst du alle Würmer in der Höhle sammeln. Kannst du das tun? Bin gleich wieder bei euch, Leute. Die Nara wedelte mit dem Schwanz, während sie überlegte. Dies war schwer, aber genug Nüsse für den Winter, so ärgerlich die Würmer auch waren. Sie waren besser, als auf die Juppbäume zu klettern und sie würde auch Zeit sparen. Ja, sagte sie, ich werde es tun. Und so kehrte sie zurück zu ihrer Arbeit. Sie holte jeden Wurm einzeln von der Wand und zog ihn durchs Wasser, bis sie zu müde war und alle zum Juppfalken brachte. Nach einer Woche gefiel die Arbeit nicht mehr, aber sie erinnerte sich daran, dass sie den ganzen Tag in der kühlen Höhle schwimmen konnte, statt in der Hitze des Waldes und dass ihre Arbeit früher fertig wäre. Alles ohne einen einzigen Baum zu klettern. Oh, ist das wieder eine lange Geschichte. So, ich gucke erstmal kurz in den Chat. Wir werden alle sterben. Tyrion, grüße dich. Stax Relax, grüße dich. Und Mitch Maniac, grüße dich. Aus Wien kommst du. Ja, dann wie sagt man bei euch? Vierte? Nee, ich habe keine Ahnung. Grüße. So, und vielleicht mag der Juppfalke die Würmer so sehr, dass er nächste Saison das gleiche Angebot macht. Dann könnte ich die Winterruhe noch eher beginnen. Und mit diesen angenehmen Gedanken lächelte sie und setzte ihre Arbeit fort. Ne? Die redet sich die ganze Sache schön, ne? Die Tage wurden kälter und die Höhenteiche auch. Die Arbeit wurde langsam und schwierig. Jeden Sonnenuntergang brachte die Nara einen Sack zum Juppfalken und wiederholte ihre Berechnungen. Ihre Winterruhe würde nicht mehr früher beginnen, aber mit der Hilfe des Juppfalken würde sie den Winter überleben. Und vielleicht könnte sie nächste Saison eher anfangen. Sie bemerkte allerdings noch etwas anderes. Wo sind die Nüsse, Mr. Juppfalke?
Er müsste mittlerweile sicher einige gesammelt haben. Der Jupfeige winkte lässig mit dem Flügel. Ich kann mehr an einem Tag sammeln als du in Wochen. Ich mach das schon. Aber, sagte sie, ihr schlanker Körper zitterte vor Sorge. Die Nüsse bleiben nicht ewig, man muss sie sammeln, bevor sie fallen. Liebe Nara, wer von uns lebt in diesen Jupp-Bäumen? Die Feder des Jupp-Falken streckten sich bei dieser Beleidigung. Vielleicht solltest du mehr Energie für die Würmer als für Zweifel aufbringen. Denn diese Übereinkunft gefällt mir. Und es wäre schön, sie nächstes Jahr zu wiederholen. Die Nara lächelte und schlüpfte davon. Der Jupp-Falke hatte natürlich recht. Er kannte seine Bäume besser als sie. Und nächstes Jahr wäre sie noch schneller. Jedenfalls wäre es jetzt zu spät, um etwas zu ändern. Ja klar, wenn du einmal da drin warst. Es gab keine Zeit mehr, die nötigen Nüsse selbst zu sammeln. Mit den Worten des Jupp-Falken im Herzen kehrte sie mit noch mehr Eifer zu ihrer Arbeit zurück. Und als die ersten Winterwolken am Horizont erschienen, kehrte sie mir den letzten Sack zurück und legte ihn vor den Fuß des Jupp-Baums. Jupp-Falke, rief sie. Ich habe die letzten, alle Würmer, wie versprochen. Der Jupp-Falke flatterte herunter, packte den Sack mit seinen Krallen und flog ohne ein Wort zu seinem Nest zurück. Die Nara wartete, aber er kehrte nicht wieder. Mr. Jupp-Falke, sagte die Nara. Ein Schauer der Sorge nagte an ihrem Schwanz. Der große Vogel schob seinen Kopf aus seinem Nest und sah hinab. Natürlich, Entschuldigung, vielen Dank, liebe Nara. Es war mir ein Vergnügen. Ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit. Und er ließ einen kleinen Beutel fallen. Der Beutel landete fast auf ihrem Kopf, der Nara, und enthielt nur eine Handvoll Juppnüsse. Kaum genug für eine Woche, geschweige denn für den ganzen Winter. Die Nara zischte aufgeregt. Wo ist der Rest, Mr. Jupp-Falke? Du hast mir mehr versprochen. Der Jupp-Falke lief mit einem traurigen Blick auf sein Gesicht zu einem großen Ast. Es tut mir leid, liebe Nara, aber ich bin den ganzen Tag hin und her geflogen, zu jedem Jupp-Baum, in jeden Hain. Und das ist alles, was ich finden konnte. Den ganzen Tag, sagte die Nara. Was ist mit den anderen Tagen? Der Jupp-Falke schien sie nicht zu hören. Hier, sagte er, nimm ein paar meiner Würmer. Ich brauche sie bestimmt nicht alle. Und er ließ den Sack fallen, den die Nara ihn heute gebracht hatte. Die Nara wurde mürrisch. Ich kann keine Würmer essen. Aber der Jupp-Falke war in seinem Nest zurückgekehrt und verschwunden. Die Nara rief, bis die Wolken kamen und die Sonne unterging, aber der Jupp-Falke zeigte keine einzige Feder. Sie kehrte mit den wenigen Nüssen, die der Jupp-Falke ihr gegeben hatte, zu ihrem Bau zurück. Auch wenn sie die Nüsse sparsam aß, waren sie nach einem Monat weg. Es war zu kalt, um mehr zu sammeln, aber sie hatte keine andere Wahl. Sie schlitterte im Schnee umher und suchte nach Essbaren, doch alles war gefroren oder eingesammelt und alle Tiere versteckten sich für den Winter. Der Schnee fiel und es wurde kälter und die vertrauensvolle Nara erfror, bevor sie nach Hause zurückkehren konnte. Moral? Vertrauen ist für Narren. Naja, Leute. Naja. Das ist halt Vertrauen gegenüber Arschlöchern, das ist für Narren. Aber Vertrauen gegenüber Leuten, die cool sind, ist eigentlich... ist eigentlich eine tolle Sache. Ne? Nur Arschlöcher sind scheiße. Nur Arschlöcher sind Arschlöcher. Ist das die Bibel? Vierti. Ah ja, stimmt. Vierti sagt man, wenn man sich verabschiedet. Wo ich herkomme, aus der Nähe von Leipzig. Also ich bin gebürtiger Leipziger. Aber bin vor ein paar Jahren aufs Dorf gezogen. Aber ich arbeite noch in Leipzig. So, ja, irgendwo grunzt hier noch einer. Der Grunzemann. Sebastian Grunzemann. Aber wo? Scheiße, wir sind in der Bücherei, ne? Hier wird es wahrscheinlich noch etliche so eine Bücher geben, die wir heute lesen müssen. Oh, da ist ein Checkpoint. Aber es ist wahrscheinlich der Checkpoint, der schon die ganze Zeit da ist, ne? Ja. Aber jetzt kommen wir hier an eine Truhe. Ne, was ist denn das? Eine Suppe. Oh, oh. Ich
glaube, das war keine gute Idee, oder? Doch, wir kriegen Heilung an dem Brunnen. Ja, das ist ja geil. Wie, jetzt kommt gleich wieder ein Boss? Nö. Mach's nicht mit, Leute. Da mach ich nicht mit. Ab in den Keller. Irgendwas ist hier. Alter. Naja, ich meine, die sind ja hier alle auf Stufe 10. Das ist klar, dass die so schnell down gehen, ne? Aber es kommt bestimmt noch bitterer. Es wäre ja gelacht. Ich finde die Geräusche geil. Leute, was ich übelst geil finde, diese Ausweichrolle, die da diesen Elektroschaden verursacht, ja. Also bilde ich mir das ein, der Gegner war dort hinten. Der wollte gerade auf mich schießen. Ich habe hier diese Ausweichrolle gemacht und der hat trotzdem dort hinten dann diesen Schaden bekommen. Das ist geil, oder? Ist mir vorhin bei dem Boss schon aufgefallen, der immer weiter weg war und trotzdem immer diesen Ausweichschaden bekommen hatte. Ich dachte mir, das ist irgendwie auch geil, hier eine schöne Küche. Und ich dachte die ganze Zeit, es war Zufall, aber offensichtlich ist das so, dass der Gegner, also egal wie weit der wegsteht, wenn du die Ausweichrolle machst, dass er dann trotzdem Schaden bekommt. Wer lesen kann, der kann auch einen Boss machen. Okay, jetzt verliere ich hier gerade einen Überblick. Da vorne ist ein Fahrstuhl. Oh. Wo willst du hin? Also Loot gibt es hier eine Menge, ne? Also gut, dann kommt her und holt es an. Tschüss. Hübsche Bilder. So, was haben wir hier? Geschmiedetes Eisen. So, wartet mal. Hier hinten ist ein Fahrstuhl. Da. Ich geh mal kurz gucken, aber ich fahre jetzt noch nicht damit. Geht dort hoch. Aber vielleicht ist das nur ein anderer Weg. Ist ja meistens so. Schorschkrein, da hatte ich dich schon begrüßt. Wenn nicht, dann sage ich mal hi. Oh, hier ist schon wieder was zu lesen. Okay, das geht nicht. Was ist das? Okay, wir lesen erstmal. Dann muss ich, glaube ich, nochmal schnell pinkeln, Freunde. Boah, das ist auch geil, das Gemälde. Es sieht ein bisschen aus wie... Ah, wie hieße bei Elden Ring dieser Boss? Miguela oder sowas? Ist das wieder so viel? Ich blätter mal ganz kurz durch. Oh Gott, das ist wieder so viel. Das ist wieder so viel, Leute. So, um wen geht's denn hier? Eidesstattliche Aussage von Venas, dem Schlachter, ungekürzt. Dies ist die eidesstattliche Aussage von Venas, dem Schlachter, aufgenommen von Advokat Savan. Diese Version wurde nicht beim Gericht eingereicht, da sie unzuverlässig ist. Sie wurde nur zur Dokumentation aufgezeichnet.
Bitte nennen Sie Name, bla bla bla. Ja, ich glaube, also wen es interessiert, kurz Pause drücken. Das ist wirklich, glaube ich, mal nicht so interessant hier. Ich blätter mal ganz kurz noch durch, dass die Leute die Chance haben, Pause zu drücken. Und genau. So. Ben, grüße dich. Muss aber wirklich mal pinkeln. Und dann gehen wir da hin. Oh, ich habe hier ein bisschen Angst. Aber Gegner werden ja jetzt gerade nicht kommen. Ihr passt schön auf den Charakter auf, ja? Ich muss pinkeln und dann geht's weiter. So, Neo, grüße dich. Der Nightweaver. Seht ihr den Nightweaver? So, was ist das hier für ein Haufen? Hallo. Du siehst aber trollig aus. Na, hier siehst du traurig aus. Warte. Wie siehst du hier drüben aus? Na komm, lass uns mal reden. Du kleines Storchenbein. Okay, das ist lustig. Das heißt ja auch Palast der Glückseligkeit, ne? Sturzmilan, grüß dich. Hast du die jetzt... Ah ja. Coole Vorstellung. Ich würde gern klatschen, aber ich habe eine Waffe in der Hand. Das? Magische Feder. Vielen Dank, lieber Jonglierer.
Eine magische Feder. Questgegenstand. Es ist egal, welche Tinte verwendet wird, die Magie liegt in der Ausführung, nicht dem Werkzeug. Das Portal kann mit der Tinte Wasser oder Blut gezeichnet werden. Ah, ich glaube, Leute, hier waren doch überall so eine Dinger. Hier, guckt mal, das meinte ich. Ich glaube, jetzt können wir die benutzen. Ah. Mal gucken, wo ich rauskomme. Weißt du, wie du Emotes machst? Nö, weiß ich nicht. Salon der Postulanten. Boah, die Musik ist echt so geil. Aber jetzt würde ich fast nochmal zurückgehen, Leute, und die anderen Dinger malen. Da waren ja noch mehr so eine Zeichen zu sehen. Okay, jetzt sind wir hier. Ich gehe nochmal zurück. Also wem das hier nicht schnell genug geht, tut mir leid, aber ich will gern alles sehen. So viel wie möglich. Alles kann man ja gar nicht sehen in dem Spiel. Da muss es bestimmt mehrere Male durchspielen. So, die Frage ist... Ach ja, stimmt. Jetzt haben wir ja diese Maske, die man da einsetzen musste. Wisst ihr, was ich meine? Da... Die haben wir ja jetzt. Aber die will ich jetzt noch nicht einsetzen. Lass mal nochmal diesen Weg gehen, den wir gerade gegangen sind. Und überall diese Schriftzeichen einsetzen. Aber ich weiß doch gar nicht, wie man Emotes macht, Captain Pixel. So, nochmal runter. So übelst warm. Das Spiel bringt meine Grafikkarte echt zum Glühen. Und hier ist so mega warm in dem Zimmer. So, wo waren überall diese Wandzeichen? Ich weiß es nicht mehr, Freunde. Wir gucken nochmal. Wir laufen nochmal den kompletten Weg ab. Gehe halten. Ah. Gesten. Subi. Stimmt, war hier nicht sowas? Geht jetzt nicht auf, okay. WB, Goku. Okay, gehen wir es an. Gehen wir es mal an, hä? Wow, wow, wow. Okay, war hier sowas? Den können wir schon mal holen. Obwohl, ne, hier können wir dann einfach runterhuppen. Das ist kein Problem. Ah, hier ist nochmal so ein Zeichen. Ich bin noch nicht weit. So. Guck mal ganz kurz hier hinten noch. Ah, hier ging es dann hoch, ne? Gut, dann gehen wir erstmal da durch. Die Frage ist, sind die Türen denn nach rückwärts, nach hinten auch wieder offen? Eisenbezirk. Ach so, du schaltest quasi dann immer mehr Gegenden frei mit diesen... Wartet mal, wir gucken mal. Ne, jetzt sind wir irgendwo hier drüben. Ach du Scheiße, sieht das groß aus.
Okay, dann gehen wir nochmal zum Hof des Palastes. Sorry, dass wir das jetzt ja alles so machen müssen, aber ist ja gut, dass wir dann einmal für den nächsten Stream mal die ganzen Checkpoints auch haben. Wollen wir jetzt mal die Maske einsetzen? Was sagt ihr? Und wir müssen noch ausprobieren, bei dem Typen, bei dem Jonglierer zu klatschen. Ach, die geht hier gar nicht. Okay, die Maske, die kann man hier gar nicht einsetzen. Da brauchen wir offensichtlich irgendwas anderes. Man braucht zwei Masken, alles klar. Okay, Leute, nochmal den Weg. Ich glaube, ein oder zwei waren ja noch da, so eine Zeichnung. Wie bist du tot, der erschreckt, ey? Na, hier ist die Waffe halt ideal, ne? Die haben ja gar keine Chance, die Typen. So, wartet mal. Was war hier unten gleich nochmal? Achso, hier war bloß dieser Checkpoint-Shit. Die haben echt keine Chance gegen die Knifte, ja? Das ist krass. Also die haben wir geöffnet hier. Ja, warte mal. Bin ich denn doof? Wo lang müssen wir denn? War es hier lang? Ne, hier hinten war doch noch was. Gucken erst mal hier hinten. Großartig. Das wird ja immer besser. Alter, geh mir nicht auf den Keks, du Nuss. So, das Buch hat man gelesen. Hatten wir das gelesen? Oh Gott. Ja klar, wir sind halt in einer Bücherei, ne? Da gibt es halt viel zu lesen. Oh Gott, ist das wieder viel. Es tut mir leid, dass ich ja irgendwann... Ich lese gerne, aber wenn es mir zu viel wird, ist es mir zu viel. Also ihr könnt hier gerne im Nachhinein nochmal Pause drücken, euch das alles durchlesen. Aber das ist mir jetzt zu viel. Zu viel des Guten. Alles klar und los geht's. Oh, du lebst ja noch. Alter. Wo war jetzt hier nochmal so eine Zeichnung? Wo ging es hier nochmal lang? Jetzt sind wir auf der anderen Seite von dem Checkpoint. Genau, hier war diese... Können wir gleich mal saufen. Knifte sagt ihr bei euch zum Brot. Ja, bei uns sagt man das zur Knarre. Bei uns sagt man Schnitte oder Bämme zum Brot. Oder Stulle sagt man auch. Das ist die Frage, war hier oben noch was? Ich gehe noch mit, sorry Leute, ich gehe noch mal ganz kurz gucken. Ich habe nur die Befürchtung, dass wir irgendwas verpassen, was wichtig ist. Und das möchte ich nicht. Deswegen laufe ich lieber ein bisschen zweimal hin und her. Um auf Nummer sicher zu gehen.
Was heißt denn hier Mist? Was heißt denn hier Mist, Alter? Da hinten ist jetzt auch nicht weiter, ne? Doch, doch, doch. Da war doch noch dieser andere Raum. Guck mal, da. Was ich halt auch krass finde, wie viel verschiedene Begriffe es, also allein in Deutschland, in den verschiedenen, guck mal, da hinten, doch. Habe ich doch gewusst. Für den Begriff Brotkanten gibt, also quasi das Ende eines Brotes. Das heißt bei uns Ranft. Brotranft oder Kanten. Aber das heißt ja in so vielen Regionen anders. Das ist total irre, Leute. Ah, hier war nur eine Kiste, alles klar. Aber guck mal, das hätte ich fast übersehen. Gut, dass wir nochmal hierher gerannt sind. Sturzmilan. Vielen Dank für die 5 Euro. Ja, aber wie komme ich da hin? Ich komme da gar nicht hin, Leute. Weil dort ist ja die Baustelle. Oder muss ich irgendwie von unten über die Schränke? Okay, das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Knust. Das ist auch cool. Hansa hat gewonnen, deswegen hast du Spendierlaune. Okay, ich habe mit Fußball gar nichts am Hut, aber wenn das mir zugute kommt, ist doch super. Vielen Dank an Hansa Rostock. Ich nehme an, es geht um Hansa Rostock. Ich komme da halt nicht rüber, Leute, ne? Da ist es, aber ich komme da nicht rüber. Kommt man da irgendwie von oben hin? Wie soll man denn da hinkommen? Hat da jemand eine Idee? Weiß das jemand? Im Chat? Also da komme ich definitiv. Da ist ja so ein abgebrochenes Ding. Vielleicht kann man irgendwie über diesen Schrank... Komme ich hier runter? Okay, das probieren wir nochmal, Leute. Ich glaube, ich könnte von da auf diesen Schrank hüpfen. Jetzt müssen wir bloß den Weg wiederfinden. Scheiße. Hier geht's runter, ne? Oder ging's... Bin ich jetzt doof? Ne, wir müssen da hin. Also ich hoffe, er kann auf die Schränke springen, denn jetzt ist er gerade irgendwie schief gegangen. Oh, die schöne Musik, ey. Ah, guck mal, hier. Krass, ey. Geil. Cool. Wir haben's. Coole Sache. Ich guck mal hier noch schnell, bevor wir es machen. Du Arschloch. So, Feder. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Dann müssen wir aber trotzdem noch mal rein. Verdorbene Kammern. Vergoldene Kammern. Vergoldete Kammern. Geht die Tür hier auf? Nee. Ach, die Musik. Herrlich. Knarre fetzt, ne? So, mal gucken, wo wir jetzt sind. Aber vergoldene Kammern klingt fast wie trotzdem Palastviertel, ne? Ah ja, gucke, jetzt sind wir hier. Ja, geil. Übrigens ist das ganze Ding ja so aufgebaut wie meine Burg bei Conan Exiles. So, nochmal Hof des Palasts. Sorry, Leute, aber einmal müssen wir jetzt noch rein. Wir müssen jetzt nochmal runter zu diesen Jonglierer und mal das Emote klatschen benutzen. Ich wusste gar nicht, dass es so eine geilen Gimmicks gibt in diesem Spiel.
Aber so sind wir wenigstens auf der sicheren Seite, dass wir hier alles gesehen haben und alles abgeklappert haben, finde ich gut. Dass man hier mehrmals den Weg gehen muss, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Was mich hier ein bisschen wundert, ist dieser Fahrstuhl. Der ist eigentlich immer unten. Aber jedes Mal, wenn wir hier wieder am Palast rauskommen, ist der oben. Normalerweise musst du den extra nochmal betätigen. Aber ist offensichtlich hier ein bisschen anders. Nun gut. Scheiß drauf. Wir wollen uns ja nicht beschweren. Warum wir hier noch nicht reinkommen, ist noch die andere Sache. Aber es wird sich wahrscheinlich später klären. Schnauze. Jetzt ist die Frage, wo war denn das Loch? Wo bist denn? Krass, wie die echt kaum eine Chance haben gegen diese Waffe. Ist heftig. Hier in der Mitte ist nicht, ne? So, da ist der Fahrstuhl. Da gehen wir jetzt nochmal rein. Brauchen wir auch nicht holen. Okay, müssen wir vielleicht doch holen. Aber jetzt fährt er gerade hoch. Hä, es sah gar nicht so tief aus. Sorry, Leute. Aber hier ist ja der Checkpoint. Wir müssen ja nicht nochmal so viel machen. Aber wenn man sich so blöd anstellt, machen die doch ganz schön Schaden. Wenn man sich zu doof anstellt, dann kriegt man ja doch auf die Fresse. Es ist halt nach wie vor kein Spiel, wo man einfach mal so durchrennen kann, ne? So, jetzt ist ja theoretisch der Fahrstuhl oben. Beim Fahrstuhl kann ich vorher rausspringen, das habe ich gesehen. Das meinst du, ne? Das habe ich gesehen, ja. Deswegen dachte ich ja, es ist nicht so tief. Und dann habe ich aber gesehen, dass man noch eine Etage tiefer fällt. Aber die Etage hier hat man ja noch gar nicht. Und das Gute ist, hier ist wieder so eine Zeichnung. Das bedeutet, wir müssen gleich nochmal von vorne beginnen. Aber erstmal gucken wir uns hier alles an. Hier geht es auch noch nach unten. Ach du Scheiße. Wir basteln erstmal den Typen dort weg. Aber der eigentliche Elite-Gegner lebt noch, ne? Wo ist der Bruder? Hat er sich verpisst? Okay, hier wäre auch noch ein Checkpoint, Leute. Das ist gut. Das ist sogar ein Checkpoint, den wir besuchen können. Gut, dann nehmen wir den gleich mal. Ne, irgendwo ist hier ein Gegner. Immer noch. Dann zeichnen wir jetzt die Wand. Ich schätze mal, der backt hier irgendwo fest, der Typ. Ach ja, und hier unten war ja auch noch was. Ich mache aber erstmal das. So, kurzer Moment, wir kommen gleich wieder hierher. Wie heißt das hier? Palast... Ne, wie hieß der Checkpoint? Na, den finden wir schon. Okay. Jetzt haben wir noch diesen Checkpoint. Armenviertel. Oh, ich bin so gespannt auf die neuen Gegner, die dann hier alle kommen werden. Ich habe jetzt schon Bock auf den neuen... auf den nächsten Stream. So, okay, warte... Eisenbezirk, das war neu, oder? Ne, hier. Nimu. Ne, ach du Scheiße. Armenviertel, Eisenbezirk.
glaube, hier war das, ne? Was jetzt neu war. Und dann springen wir mal kurz in den Abgrund. Dann fahren wir nochmal mit dem Fahrstuhl hoch. Ja, genau. Hier sind wir richtig. Gucken wir uns alles später an. Das sieht nicht gut aus. Okay, diesmal ist kein Elite-Gegner da. Ey, finde ich aber super gemacht. Ach du Scheiße. Warte mal, sind wir hier nicht bei dem Jonglierer irgendwo? Ja, da hinten ist er doch. Oh! Aua! Da hinten ist der Jonglierer. So, hier war nix. G war's, ne? G wie klatschen. Kann ich denn schon vorher klatschen? Und hier war auch noch ein Tor. Hä? Ach ja, stimmt. Wir haben ja die Feder von ihm gekriegt und sind dann dort raus. Stimmt. Ja, 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 ja. Verstehe, verstehe, Popee. Die Frage ist, ob er es nochmal macht. Nee. Kann ich im Nachhinein klatschen? Nee. Scheiße, Leute. Es klappt nicht nochmal. Du hast jetzt schon Bock aufs DLC. Geh wie klatschen, genau. Bei uns im Osten sagt man, geh wie klatschen. Winken, nein, hier lang, ja. Unterstützung, jubeln. Lachen. Ping, ping, ping. Der war gut. Ping, ping, ping. Gefällt mir. Schade, der hat nicht nochmal Bock. Also muss man dann im Abenteuermodus direkt dann mal probieren, wenn wir bei dem Typen nochmal ankommen. Was Gesten 2? Gelobt sei die Waffe, verwirrt. Gesichtspalme. Achso. Erschöpft. Abklatschen. Komm, High Five, Großer. Gut. Klappt leider nicht nochmal. So, dann kommen wir hier lang. Wir gucken nochmal, ob hier unten noch irgendeine Federzeichnung war. Und da sind wir. Ah ja, das ist diese Fahrstuhlkacke. Gut, aber ich glaube, an sich haben wir. Ist klar und los geht's. Haben wir hier unten dann alles fertig. Ich finde es halt immer wieder faszinierend, wie die Leute von hinten kommen können, obwohl wir ja gerade von dort gekommen sind. Wie kann das denn sein? Es nervt mich ein bisschen an dem Spiel. Dass sie plötzlich einmal hinter einen auftauchen, obwohl wir ja diesen Weg gekommen sind. Die können gar nicht hinter uns sein. So, hier ist nichts. Ich glaube, jetzt haben wir alles durch. Jupp, alles klar, Leute. Dann ab durch die Wand zum Checkpoint. Und dann ist für heute aber auch, glaube ich, schon Feierabend. Also ich würde mir jetzt noch mehr anzugucken, wäre einfach blöd. Es würde einmal wieder zu lange dauern. Deswegen gehen wir da intensiv im nächsten Stream ein. Und es ist heute auch Sonntag. Ihr müsst ja dann noch... Warte mal, wo warten jetzt die Scheiße? Ihr müsst ja dann noch ins Bettchen und so eine Sachen. Morgen auf der Arbeit, weißt du? Aber ich meine, wir haben heute was geschafft. Wir haben den Boss geschafft. Wir haben hier schon mal ein paar Map-Teile quasi aufgedeckt. Wir gucken mal, was wir alles aufgedeckt haben. Stündchen geht noch. Nee, wird heute nicht mehr. Also, wir haben das nächste Mal vor uns Salon des Postulanten, vergoldene Kammern. Das hier sieht übel aus. Das ist ja das vom Titelbild, ne? Eisenbezirk und Armenviertel. Also hier gibt es noch richtig, richtig viel zu tun. Ich
bin gespannt, was für geile Gegner kommen werden, gerade im Armenviertel. Da kann ich mir richtig vorstellen, dass da irgendwie so, naja, komische Bettler kommen oder irgendwas. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hab voll Bock, ey. Das macht so viel Spaß. Wir sehen uns aber erst Dienstag oder Mittwoch wieder in Remnant 2. Morgen Abend gibt's Conan Savage Wilds. Und genau, ja, Dienstag oder Mittwoch. Ich muss mal gucken, wie es am besten passt. Ich werde es euch wieder mitteilen auf dem Community-Tab oder im Discord oder auf Facebook. Leute, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung heute. Das hat echt Spaß gemacht, gerade was so ein bisschen das Strategische angeht. Welche Waffen, welche Rüstung und so, bei welchem Boss und wie man es am besten machen könnte. Fand ich super, finde das... Ist auch nicht zu viel gespoilert. Ist immer echt eigentlich ganz geil, so wie wir das machen zusammen. Vielen Dank für euren Support, was das andere angeht. Ne? Und vielen Dank für eure Likes. Und alle, die neu hier sind, vielen Dank für eure Abos. Ja, wir sehen uns die Tage. Schlaft gut, bleibt schön gesund. Träumt von mir, träumt von ihm. Mit seiner geilen Maske. Und... Ich wünsche euch was. Nachti, nachti, ciao, ciao, bye, bye. Bis später, Silje. Tschüss. Joachim, Grüße und tschüss. Ciao. Oh, Spiel ist abgestürzt. Perfektes Timing. Das ist krass, dass es immer wieder passiert. Naja, sei es drum.